Im Norden des Planeten Mars liegt der Karaljew-Krater. Er hat einen Durchmesser von 82 Kilometern und ist das ganze Jahr mit gefrorenem Wasser gefüllt. Hier ist vor langer Zeit ein Himmelskörper eingeschlagen. Diese Animation wurde mit Bildern der ESA-Mission Mars Express angefertigt. Die Sonde erreichte den Planeten Mars im Jahr 2003 und ist bis heute aktiv. Der Aufbau des Kraters sorgt dafür, dass das Eis in ihm nie schmilzt. Die Kraterwände sind 2 Kilometer hoch und am tiefsten Punkt befindet sich eine Ansammlung kalter Luft. Weil diese über die hohen Wände nicht entweichen kann, bildet sich eine isolierende Schicht zwischen den Wänden und dem Eis. Der Krater wurde nach dem sowjetischen Raketenkonstrukteur Sergei Karaljew benannt. Er entwickelte die erste sowjetische Interkontinentalrakete und den Sputnik-Satelliten.